Ricarda Lang hat eine brisante Rede gehalten und ist regelrecht ausgerastet. Sie hat nach ihrem Rauswurf als Grünen-Chefin komplett mit den Grünen abgerechnet und die Grünen regelrecht zerstört. Schauen wir uns ihre krasse Rede auf dem Grünen Parteitag mal an. Los geht's! Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich Ricarda Lang eines Tages mal loben werde. Aber nach ihrem Rauswurf als Parteichefin blüht Ricarda Lang geradezu auf und nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Und dabei kommen so viele interessante Interne ans Tageslicht, da schlackern einem echt die Ohren. Also nicht mir, sondern den Grünen und vor allem der Parteiführung um Habeck und Baerbock. Und falls jetzt wieder irgendeiner sagt, ja, aber Ricarda Lang, die wurde doch gar nicht als Parteichefin rausgeschmissen, sie ist doch freiwillig zurückgetreten. Nein, dem muss ich ganz deutlich sagen, das ist kompletter Quatsch. Selbst die linksgrüne Tageszeitung Taz konnte diese bittere Wahrheit nicht ignorieren und hat damals geschrieben, Rücktritt der grünen Parteispitze. Alles für Habeck. Dass die grüne Ricarda Lang und Omid Nuripur zurücktreten mussten, war absehbar. Sie standen der Habeck-Strategie im Weg. Habeck macht Lang verantwortlich für die Wahlergebnisse. Und natürlich wird das Ganze offiziell immer dementiert, aber jeder halbwegs intelligente Mensch konnte ganz klar sehen, dass Ricarda Lang und Omid Nuripur eben die Bauernopfer nach den ostdeutschen Landtagswahlen waren, um Habeck jetzt nicht die Tour für seine Kanzlerkandidatur zu versauen. Und dieser miese Rauswurf, ja, nur um sich selbst zu schützen, das hat Ricarda Lang dem Habeck richtig übel genommen und ihm nicht verziehen. Und deswegen hat sie heute auf dem Grünen Parteitag in ihrer Abschiedsrede nochmal richtig krass ausgeteilt und die Grünen eiskalt abgewatscht. Selbst NTV hat geschrieben, neue grüne Spitze gewählt, Lang kritisiert in Abschiedsrede Elitenprojekt-Image. Also, Kritik am Elitenprojekt der Grünen Partei. Allein schon diese Wortwahl ist ein harter Schlag ins Gesicht der Grünen Führung, weil das mal die allergrößte Heuchelei aufdeckt. Ich meine, die Grünen definieren sich ja immer selbst als Elitepartei, die alles besser wissen und jedem deutschen Bürger bis ins Kleinste vorschreiben müssen, wie er zu leben hat. Aber dabei bekommen die Grünen ja nicht mal selbst ihr eigenes Leben auf die Kette, wie man an den ganzen Studienabbrechern und Berufsversagern sogar in der Parteispitze eindeutig sehen kann. Und der Höhepunkt war dieses Jahr im Bundestag, als die Grünen-Politikerin Franziska Brandner allen Ernstes sagt, dass es in Deutschland nicht wichtig ist, ob man lesen oder schreiben kann. Selbst wenn eine deutsche Staatsbürgerin, ein deutscher Staatsbürger nicht des Lesens mächtig sein sollte, hat er alle Möglichkeiten, auch in diesem Deutschen Bundestag zu sein, weil wir hier eben nicht darauf setzen, dass jemand irgendeine Art von Bildungsabschluss haben muss. Und diese Franziska Brandner, die wurde ja heute zur neuen Parteichefin der Grünen ernannt. Also so viel zum Thema Elite-Projekt der Grünen. Aber hören wir uns jetzt mal zwei Ausschnitte aus der brisanten Rede von Ricarda Lang an, wo sie wirklich eiskalt mit der eigenen Partei abrechnet. Schaut mal hier den ersten Ausschnitt. Und das heißt auch, dass ich nie wieder von irgendeiner demokratischen Partei an einem Wahltag hören will, wir müssen unsere Politik nur besser erklären. Wenn sich Menschen von abstrakten Beschwörungen der Demokratie nicht abgeholt fühlen, dann liegt das nicht daran, dass ihnen Demokratie egal ist, sondern dass sie das Gefühl haben, dass die Politik über ihre Alltagssorgen hinweggeht. Wenn Menschen mit wenig Geld sich für billiges Fleisch entscheiden oder weiter ihren Diesel fahren, dann heißt das nicht, dass denen Klimaschutz egal ist oder sie sich weniger für die Zukunft ihrer Kinder interessieren, sondern dass sie rationale Entscheidungen treffen mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stellen. Wow,
Was für eine krasse Erkenntnis und was für eine 180-Grad-Wende von Ricarda Lang. Das, was sie da gerade auf dem Parteitag gesagt hat, ist ja genau das Gegenteil von dem, was die Grünen die letzten 3 Jahre in der Ampelregierung immer hoch und runter gepredigt haben. Ja? Die Grünen wollten den Deutschen das billige Nicht-Bio-Fleisch verbieten, um CO2 zu sparen. Die Grünen wollten den Deutschen den Diesel verbieten, um die bösen Deutschen richtig zu erziehen. Die Grünen wollen den Rentnern das Eigenheim wegnehmen, weil die Senioren egoistisch zu viel Platz beanspruchen. Kurzum, die Deutschen sind ganz doll böse, weil sie absichtlich das grüne Elite-Projekt boykottieren. Aber jetzt vollzieht Ricarda Lang eine 180-Grad-Wende und sagt, hey, die Deutschen sind gar nicht so böse, die sind gar nicht so egoistisch. Den Deutschen geht's mittlerweile einfach nur so schlecht, dass sie jeden Cent 3-mal umdrehen müssen und deswegen kein Geld mehr für den ganzen grünen Wahnsinn haben. Ricarda Lang spricht hier genau das aus, was Millionen von Deutschen schon lange denken und warum sie so unzufrieden mit der grünen Politik sind. Die grüne Politik ist nämlich realitätsfern und zerstörerisch. Und da Ricarda Lang diese Weisheit jetzt so klar und so deutlich bei ihrer Abschiedsrede auf dem Grünen Parteitag ausspricht, das lässt schon richtig tief blicken. Es kommt einem so vor, als ob sie jetzt den ganzen angestauten Frust über das grüne Elite-Projekt rauslässt. Und pass auf, das wird sogar noch besser, weil als nächstes holt sie nochmal richtig krass aus und tritt Robert Habeck mit vollem Anlauf voll gegen Schienbein. Schaut euch mal den zweiten Ausschnitt an. Und was ist das da für ein Quatsch, wenn ich so tue, als müsste ich denen erklären, wie wichtig Klimaschutz und Demokratie ist? Was ist es für ein paternalistischer Schwachsinn, in dieser Situation zu sagen, wir müssen erklären oder müssen unsere Erfolge nur besser verkaufen? Wir sind nicht die Staubsaugervertreter der Demokratie. Wir müssen Politik nicht besser erklären. Wir müssen sie besser machen. Sehr, sehr geil. Also Ricarda Lang sagt hier wortwörtlich, dass es ein riesiger Quatsch und der allergrößte Schwachsinn ist, wenn man sagt, dass man Politik nur besser erklären muss. Sie will diesen Satz nie wieder hören. Und jetzt dürft ihr 3-mal raten, wer diesen berühmten Satz gesagt hat. Yahoo schrieb damals Robert Habeck. Politik muss 10 Maßnahmen besser erklären. Oder auch die grüne Umweltministerin Lemke. Die FAZ schrieb, Umweltministerin, Grüne hätten besser erklären müssen. Ihr seht also, Ricarda Lang rechnet hier komplett mit der grünen Parteispitze und den grünen Ampelministern ab. Und das ist wirklich interessant. In dem Moment, wo Ricarda Lang keine Parteivorsitzende ist, holt sie zum Rundumschlag aus und spricht endlich die Wahrheit über die Grünen aus. Sie sagt den wichtigen Satz, die Grünen wie Robert Habeck müssen ihre Politik eben nicht besser erklären, sondern sie müssen einfach bessere Politik machen. Und so sieht's aus. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie Robert Habeck mit dieser heftigen Kritik an seiner eigenen Politik umgeht, weil nochmal rausschmeißen kann der Habeck ja die Ricarda Lang nicht. Also nicht nur die SPD zerlegt sich gerade selbst, sondern auch die Grünen. Und das ist wirklich richtig großes Kino. Was sagt ihr zu dieser 180-Grad-Wende von Ricarda Lang und ihrer eiskalten Abrechnung mit Robert Habeck? Schreibt mir gern eure Meinung dazu in die Kommentare unter dem Video.